Meine Tante will dich heiraten, Lukas. Wenn du das immer hören sollen, sie ist total glücklich. Ich kann sie einfach nicht länger belügen. Du musst dich von ihr trennen. Lukas, bitte. Oliver. Du hast recht, so kann das nicht weitergehen. Das sind wir Charlie einfach schuldig. Am besten, du gehst gleich zu ihr. Ich will sie auch nicht belügen. Aber wir sollten das nicht überstürzen. Aber warum denn nicht? Jeden Tag, den du wartest, dir die Wahrheit zu sagen, macht es doch nur noch schlimmer für sie. Lukas, bitte, ich weiß selbst, wie weh es tut, wenn man so hintergangen wird. Als ich das mit Charlie und dir damals rausgefunden habe, ich... Dann weißt du ja, wie schmerzlich die Wahrheit sein kann. Und deshalb will ich es ihr so schonend wie möglich beibringen. Aber wann denn? Oliver, bitte dräng mich nicht. Bei passender Gelegenheit. Versprichst du es? Ja. Na schön. Okay. Lukas hat mich geküsst. In deinen Träumen, oder wie? Nee. Ich hätte immer gewusst, dass ich ihn noch umkriege. Ist er nicht mehr mit Charlie zusammen? Doch. Sie weiß auch noch nichts von uns beiden. Was sieht der denn für eine Nummer? Besser Bier als nie, oder wie? Mir wäre es ja auch lieber, wenn er sich gleich von ihr trennt, aber er braucht noch ein bisschen Zeit. Wofür? Entweder er ist in dich verknallt oder in deine Tante. Sag dir genau der Richtige. Muss ich dich erst an Lara und Franziska erinnern? Au! Volltreffer. Ich das? Nee, dein Fall. Sag mal, Andi, geht's noch? Was? Sorry, Isabel. Mann, sei bloß froh, dass du keinen Gast getroffen hast. Das kommt bestimmt doch nicht mehr vor. Olli ist verliebt. Ja. Und Liebe macht ja bekanntlich blind, ne? Ja. Kein Bock mehr. Ist wohl noch besser so. Auf jeden Fall will es Lukas meiner Tante so schonend wie möglich beibringen. Und außerdem braucht er noch ein bisschen Zeit und ist durcheinander wegen seinem Coming-out. Vielleicht ist es ihm ja peinlich. Er braucht Charlie als offizielle Vorzeigepartnerin. So was soll's ja geben. Quatsch, so ist er nicht drauf. Ich bin mir sicher, dass er bald zu mir steht. Aber vorher muss er mit ihr Schluss machen. Du wirst sehen. Bald steht nichts und niemand mehr zwischen Lukas und mir. Ach, was brauche ich mehr in deiner Nähe als Luft und Liebe? Nichts. Kannst du nicht noch etwas bleiben? Ach, wir haben viel zu wenig Zeit füreinander. Es wäre einfach himmlisch gewesen, diese 4 Wochen ganz für uns alleine. Das mit dem Urlaub ist ja wirklich bedauerlich. Aber wir holen das nach, ganz bestimmt. Du entschuldigst mich einen Augenblick. Eine Rose für... den Staatsanwalt. Hast du den Film endlich gesehen? Was? Charlie ist hier. Oliver, das ist ja eine Überraschung. Ja. Rosen für den Staatsanwalt, geht's um den Film? Ganz recht. Willst du einen Kaffee mit uns trinken? Ja. Ich hab mir schon gedacht, dass ich euch beide hier antreffe. Ach, Oliver, das tut mir jetzt leid, aber ich muss los. Wie schade. Wir sehen uns später. Ich zähle jede Minute. Und bis dahin... Weißt du noch, so hat alles begonnen. Ja, so hat alles begonnen. Du Zauber. Oliver, das hätte ins Auge gehen können. Stimmt. Deshalb ist es höchste Zeit, dass du endlich sagst, was Sache ist. Ich dachte, das Thema hatten wir besprochen. Ich will nichts überstürzen. Lukas, so ist es doch nur quälend für uns alle. Ich habe echt keinen Bock, dass Charlie das zufällig erfährt. Wenn du ihr nicht sagst, was los ist. Du willst mich erpressen? Dann vergiss es mit uns beiden. So läuft das nicht. Was ist dir zu viel? Das mit uns. Oliver, so war das nicht gemeint. Wenn du wüsstest, wie es in mir aussieht. Charlie, du, das ist alles nicht so leicht für mich. Das glaube ich dir gerne, aber
Letztendlich ist ein glatter Schnitt doch leichter. Ja, aber dazu fehlt mir die Kraft. Langsam frage ich mich echt, ob du es wirklich ernst mit mir meinst. Spürst du das nicht? Also gut, ich will ganz ehrlich zu dir sein. Ich habe noch immer Angst, meine Gefühle zu dir auszuleben. Aber vielleicht kann ich dir diese Angst ja nehmen. Ja, bestimmt sogar, aber nicht von heute auf morgen. Kannst du das verstehen? Ja. Aber was verdammt nochmal hat Charlie damit zu tun? Wenn ich sie verlasse, dann heißt das, dass ich mich ganz zu dir bekenne. Und das kannst du jetzt noch nicht. In meinem Herzen schon, aber mein Kopf rebelliert. Meine Erziehung, mein ganzes bisheriges Leben. Was würde meine Mutter dazu sagen? Meine Freunde, meine Brüder? Ach, Lukas, die reagieren vielleicht viel verständnisvoller, als du denkst. Trotzdem, das ist alles nicht so leicht für mich. Und wenn du mich dazu drängst, dann geht gar nichts. Oliver, wichtig ist doch nur, dass du nicht an meinen Gefühlen zweifelst. Ganz bestimmt nicht. Und ich verspreche dir, ich gebe dir alle Zeit, die du brauchst.